Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unser heutiges Thema ist das starke Wachstum der Berliner Wirtschaft, und dieses Wachstum beeindruckt in der Tat. Es liegt in Berlin seit mehreren Jahren deutlich über dem Bundesdurchschnitt, zum Beispiel im vergangenen Jahr 3,0% gegenüber 1,7% Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich seit 2005 nahezu halbiert. Rund 300.000 Menschen fanden im gleichen Zeitraum eine neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Heute haben rund 1,3 Millionen Berliner und Berliner eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, und auch die Lohnentwicklung ist positiv. Insgesamt gab es 2015 rund 1,8 Millionen Erwerbstätige. Damit erreichte die Zahl der Erwerbstätigen den höchsten Stand im wiedervereinten Berlin. Das ist ein großer Erfolg und zeigt eindrucksvoll, dass wir in der Vergangenheit zahlreiche richtige wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen haben. Das Wachstum der Wirtschaft, wenn es nachhaltig sein soll, muss ähnlich dem Wachstum in der Forstwirtschaft langfristig angelegt sein. In 2 oder 3 Jahren ist dies in der Regel nicht zu erreichen, sondern wir ernten heute die Früchte einer langfristig angelegten Wirtschaftspolitik unter sozialdemokratischer Regierungsverantwortung. Auf Initiative der SPD-Fraktion haben wir schon 2003 die Weichen neu gestellt und die Neuordnung der Berliner Wirtschaftsförderung beschlossen und umgesetzt. In dieser Legislaturperiode konnten wir nun mit der Eingliederung der Technologiestiftung bei Berlin Partner den letzten Schritt erfolgreich vollziehen. Und ich erinnere daran, wir haben schon 2004 die Investitionsbank als eigenständige Förderbank neu aufgestellt. Die IBB steht seither mit ihrem vielfältigen Angebot Gründerinnen, Gründern und Unternehmen auch in schwierigen Zeiten der Finanzmarktkrise als verlässliche Partnerin zur Seite. In dieser Legislaturperiode haben wir die IBB dafür gewinnen können, ihr Engagement auf die Sicherung der Daseinsvorsorge auszudehnen und unseren neuen politischen Weg der Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe mitzutragen. Auch als Partner der kommunalen Wohnungswirtschaft engagiert sich die IBB heute erfolgreich. Die SPD-Fraktion hat schon früh erkannt, dass die Tourismuswirtschaft ein neuer Wachstumsmarkt für Berlin werden kann. Wir haben im Jahr 2003 ein Tourismuskonzept für die Hauptstadt Region Berlin erstellt und den runden Tisch Tourismus beim regierenden Bürgermeister zur Vernetzung der touristischen Akteure eingerichtet. Auf Initiative der SPD-Fraktion wurde das touristische Wegeleitsystem ausgebaut und das Hauptstadtmarketing neu aufgestellt. Im gerade beschlossenen Haushalt haben wir darauf aufbauend die Mittel für das Berlin-Marketing noch einmal gestärkt. Und last but not least, Berlin ist auch ein wichtiger Messe- und Kongressstandort, und auch diesen geht es weiter auszubauen. Berlin ist heute als Destination weltweit bekannt und beliebt. Die aktuellen Besucherzahlen übertreffen auch meine damaligen kühnsten Erwartungen. Im letzten Jahr zählten wir mehr als 30 Millionen Übernachtungen, gemessen am Ausgangspunkt 2003 fast eine Verdreifachung der Übernachtungszahlen und mit rund 12 Millionen Gästen eine neue Rekordmarke. In dieser Legislaturperiode konnten wir sogar mit der Einführung der Citytax neuen finanziellen Handlungsspielraum zur Finanzierung anderer Aufgaben dazugewinnen. Aber auch viele Unternehmen und die Berlinerinnen und Berliner profitieren von dieser Entwicklung direkt. Viele neue Jobs sind entstanden. Auch im Berliner Einzelhandel gab es 2015 einen Umsatzplus und mehr Beschäftigung. Die Umsatzbilanz des Berliner Einzelhandels fiel günstiger aus als der Bundesdurchschnitt. Und wir haben mit dem Gesetz zur Einführung von Immobilien- und Standortgemeinschaften dem Berliner Einzelhandel ein weiteres Instrument in die Hand gegeben, mit dem er sich auch in wohnortnahen Kiezen neu organisieren kann. Dies wird auch zur Absicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen beitragen. Meine Damen und Herren, nicht zuletzt möchte ich betonen, dass sich heute auch die Berliner Industrie wieder gut entwickelt. 730 Industriebetriebe mit rund 105.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erwirtschafteten in Berlin im Jahr 2014 einen Umsatz von 24 Milliarden Euro mit einem Exportanteil von über 70%. Die Berliner Industrie ist kleinteiliger strukturiert als andernorts, aber 337 Berliner Industriebetriebe haben immerhin 50 und mehr Beschäftigte. Die SPD-Fraktion hat sich für eine Revitalisierung der Berliner Industrie eingesetzt, als viele sich schon abgeschrieben hatten.
Im Jahr 2010 wurde der Steuerungskreis Industriepolitik beim regierenden Bürgermeister ins Leben gerufen und der Masterplan Industrie 2010 bis 2020 verabschiedet. Die Exporte der Berliner Industrie stiegen 2015 um 6,3%. Die Zahl der Beschäftigten lag 2015 über dem Vorjahresniveau. Und dies gilt auch für das Bauhauptgewerbe, dem der aktuelle Wohnungsbau sehr zugutekommt. Diese Woche lud der regierende Bürgermeister bereits zum 12. Mal die industriellen Akteure der Berliner Wirtschaft, der Gewerkschaften und Verbände zum Steuerungskreis Industriepolitik ein, damit unbürokratisch sozusagen auf dem kurzen Dienstweg die Anliegen der Industrie Gehör finden und mit dazu beitragen, dass wir gemeinsam die Rahmenbedingungen der Berliner Wirtschaft verbessern, Berliner Arbeitsplätze absichern und neue ansiedeln. Hierzu gehört auch die Schaffung eines Industriekatasters zur Sicherung von Flächen für das verarbeitende Gewerbe. Und natürlich ist hier Adlershof ein Erfolgsmodell, wo schon viele Unternehmen angesiedelt sind. 15.000 Arbeitsplätze, über 15.000 sind dort jetzt viel mehr als davor. Auch dies ein langfristiges Erfolgsmodell, was man nicht von heute auf morgen machen kann. Und, Herr Kollege Melzer, ich bin auch überzeugt, am Zukunftsort Tegel wird uns das gelingen. Und es ist kein Widerspruch, dort auch 5.000 Wohnungen in unmittelbarer Umgebung zu schaffen. Wir werden beides hinbekommen, wohnen und arbeiten, auch an diesem Zukunftsort. Der Termin des Steuerungskreises Industriepolitik in dieser Woche fand beim Pharmaunternehmen Bayer statt, einem Traditionsbetrieb mit mehreren tausend Beschäftigten in Berlin. Doch aus gutem Grund gibt es dort auf dem Firmengelände und nicht nur dort auch ein eigenes Start-up-Center, weil nämlich ein großes Industrieunternehmen oft weniger innovativ und beweglich ist als ein Start-up. Beide gehören zur Industrielandschaft von morgen, wie übrigens Berlin-Partner, auch gerade auf der Hannover-Messe mit der Initiative Startup meets Grown-up zeigt. Die Digitalisierung wird unser Leben, wird die Berliner Wirtschaft in den nächsten Jahren radikal verändern. Dieser Zukunftsaufgabe der Berliner Wirtschaft wollen wir uns aktiv stellen, damit auch die klassischen Berliner Unternehmen, die Industrie, das Handwerk, der Mittelstand und Dienstleister sich mit der Digitalisierung modernisieren. Wenn wir es schaffen, dass sich unsere Berliner Traditionsunternehmen der neuen Technologien frühzeitig öffnet, dann wird sie diese Herausforderung auch gestärkt meistern. Technologisch moderne Firmen sind heute schon gut aufgestellt und haben sich in den letzten Jahren in Berlin angesiedelt. Berlin stellt die richtigen Rahmenbedingungen für junge Unternehmen zur Verfügung und hat in kurzer Zeit sich zur neuen Start-up-Metropole Deutschlands entwickelt. Berlin ist die Gründerhauptstadt und Gründerinnenhauptstadt. Rund 60.000 Menschen arbeiten in Berliner Start-up-Unternehmen. Und dies funktioniert natürlich nur, wenn die Stadt offen und tolerant für Menschen aus aller Welt ist, die zu uns kommen, um hier zu leben und zu arbeiten. Auch dies hat der Steuerungskreis unter Leitung des regierenden Bürgermeisters Michael Müller in seiner Berliner Erklärung festgestellt. Es heißt dort: Toleranz, Weltoffenheit und Integration sind unabdingbare Voraussetzungen für den weiteren Erfolg des Wirtschaftsstandortes Berlin. Die Rahmenbedingungen der Berliner Wirtschaft weiterzuentwickeln und den immer neuen globalen Entwicklungen anzupassen, ist das Ziel unserer Wirtschaftspolitik. Zum Wohle des Standorts Berlin, zum Wohle der Wirtschaft, mit Blick auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Berlinerinnen und Berliner. Ein prosperierender Wirtschaftsstandort und neue Arbeitsplätze mit guten Arbeitsbedingungen und zu fairen Löhnen ist das Ziel der erfolgreichen Wirtschaftspolitik der SPD für Berlin. Ich danke für die Aufmerksamkeit.